Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. TV Tower und wir sind im Nachrichtenzentrum und schauen uns gerade unsere Nachrichten an. 19.000 Zuschauer. Oh, 14.000. Das wird ja nicht besser. Wir brauchen irgendwie bessere Filme. Sonst, wird unser Einkommen nicht so hoch werden, wie wir es erhoffen, dass wir auch hier endlich mal ein bisschen, mehr Zuschauer bekommen und vielleicht sogar eigene Serien und Filme produzieren können. Das bedeutet, wir müssen hier jetzt nochmal irgendwas reinknallen. Ja, super funny ist unser Ding heute am siebten Tag. Am siebten Tag hier im TV Tower. Wir wollen nochmal schauen. Ich glaube 400.000. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach nochmal rein. Sendemasten. Wir haben einen Sendemasten. Oh, was sind das denn für Sendemasten? Haben die anderen schon Sendemasten gekauft? Oder ist das einfach nur eine Anzeige? Satellitenverbindungen. Okay. Wenn wir einen neuen Sendemast kaufen, was müssen wir dafür ausgeben? 400, 150, nee, Genehmigung, Preis. Oh, okay, da gibt es zwar so kleine hier, okay. Ach, wir senden hier, was sind das, Bayern? Ist das Deutschland? Sieht ein bisschen gruselig aus, aber ja, es ist Deutschland. Na gut, wie dem auch sei. Okay, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was tun. Auf jeden Fall unsere Reichweite ein bisschen erhöhen und hoffen, dass wir dann auch mehr Zuschauer bekommen. Mehr Zuschauer bedeutet mehr Werbeeinnahmen. Mehr Werbeeinnahmen bedeutet mehr Geld und mehr Geld bedeutet, wir können kreativ werden mit unseren eigenen Serien und eigenen Produktionen. Aber ich glaube, morgen ist erstmal Kulturtag. 21.000. Ha, vielleicht kriegen wir da mal diesmal was Besseres. Was hat er denn noch? Bis morgen senden. Ja, denn gut, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Zielgruppe Jugendliche. Wie viele Jugendliche schauen denn jetzt gerade zu? 1600. Ja, das reicht leider nicht. Rentner 4000. Oh, Rentner würde gehen. Oh, da brauchen wir 5. Heieiei. Okay. Rentner würde gehen. Das würde nicht gehen. Wir nehmen mal das Rentnerpaket mit. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Und schauen hier mal, was. Okay, das geht nicht. Das ist super. Dann nehmen wir natürlich das Rentnerpaket. Rentnerreisen. Und die schauen gerne, wenn Papa mit dem Kinde. Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Gibt dann auch 100.000. Da haben wir ein bisschen was von. Aber ich sehe überhaupt gar keinen Rentner. Wahrscheinlich ist sie Rentnerin. Und er ist wahrscheinlich Rentner, weil er einfach keinen Job hat. Man weiß es nicht. Nach 20.000 ist schon mal ganz schön. Oh, jetzt haben wir aber viele neue Nachrichten. Natürlich kaufen wir die teuersten Nachrichten, wenn die Nachrichten hier vorbei sind. Ja, jetzt sieht es schon. Aufruhr in Brüssel. Aufruhr in Brüssel. Machen wir hier rein. Und was haben wir hier noch? Das hier, Nessie. Machen wir hier rein. Und dann haben wir hier noch diese zwei, Deutscher Winzer für Klimawandel. Aber da wir schon Wirtschaftsmeldung haben, nehmen wir diese Meldung noch und machen die hier rein. Diese löschen wir einfach. Gehen hinaus und schauen, was wir als Werbeblock setzen können. Ah, die Arbeitnehmer noch nicht. Das könnten wir setzen. Die Rentner. 23.000. Wir schauen nochmal hier rein. Also. 21.000, das gibt es ja auch. Das gibt plus 60.000. Ja, da können wir auch die Rentner nehmen. Das ist okay. Da sind wir mit den Rentnern auf jeden Fall besser aufgehoben mit Rentnerreisen. Ja, wenn man genug Rentner dazu schauen. Also, er hier sieht mir definitiv aus wie ein Rentner. Dann haben wir wenigstens einen Rentner. Und Familie auf dem Boot kann man sich anschauen. Oh, 45.000. Okay. Wir nehmen, ah, okay, das können wir noch nicht. 36.000 geht auch noch nicht. Dann nehmen wir nochmal Rentner. Einen schönen Liebesfilm für unsere lieben Rentner. Schauen wir mal Wetterbericht von 14 bis 20 Uhr. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 14? Ja, das passt ja eigentlich, ne? Dann müssen wir schon wieder hier so ein paar Sachen rausnehmen. Jamaika. Ja, okay, dann komm. Nessie, Jamaika. Hier, weg damit. So. Sehr schön. Okay. Wir brauchen ja, wir wollen Geld sammeln. Und zwar für einen kleinen neuen Sendemast. Wir wollen uns einen neuen Sendemast kaufen.
weiß nicht, wie viel die Konkurrenz hat, ob man das da sieht, wie viel Konkurrenz, also wie viel Sendemasten die Konkurrenz hat. Das hier sieht mir nämlich sehr nach Konkurrenz hier aus. Da ist grün, hier ist blau und ich glaube, wir haben nur einen Sendemast. Das ist natürlich, ja, man kann auch hier immer schauen, wir sehen gerade 18%, 10%, dass wir da nicht ins Hintertreffen geraten mit diesen 500.000, wo wir natürlich vom Chef hier hatten. Ja. War ja okay. Ei, da kriegen wir aber viele Nachrichten. Botschafter verprügelt. Oh, da geht es wieder zur Sache. Da geht es wieder zur Sache. So, dann schauen wir hier noch. Kunstraub im Louvre. Oh ja, Kunstraub im Louvre ist auch immer äußerst interessant. Da machen wir den Wetterbericht jetzt einfach raus. Und morgen wird gewählt. Machen wir statt Jamaika. So, und dann haben wir hier 28.000, die hier zuschauen. Ja, die sind einfach nicht gut genug, diese Filmchen. Genau. Was haben wir hier? 36.000 reicht einfach immer noch nicht. Wir nehmen nochmal die Rentnerreisen und schauen auch hier, glaube ich, könnten wir die Rentnerreisen reinmachen. Wir brauchen jetzt Geld, ne? Wir sammeln jetzt gerade kein Geld ein. Wir haben ja auch minus heute 340.000. Steht heutige... Ach, wir haben immer noch Schulden? Wir haben immer noch Schulden? Wir haben unsere Schulden noch nicht abbezahlt. Warum? Warum, warum, warum? Das ist frech. Oh, jetzt fährt er da runter. Das heißt, er macht da wieder was an den Schildchen. Botschafter auf dem Heimweg wurde ein Botschafter Duban in der Tiefgarage bewusst. Zeugen seien am PKW der FR Duban davonfahren. Ja, das gibt wieder einen Anschlag. Und zwar auf FR Duban wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Okay. Nee, da will ich gar nicht hin. Ich möchte ja da unten hin. Hier, an die Hinweistafel möchte ich. Aha. Die Hinweistafel. W.O. war das, ne? Wie waren die Hinweistafel? Was hatten die für eine Schnelltaste gehabt? H? Nein. Okay, bevor ich jetzt irgendwas Falsches drücke, schauen wir da nochmal rein. Halt, nein, das war hier in dem Fragezeichen. Ja, ja, Spiel fortsetzen. Fragezeichen drücken. Ein bisschen hinunter scrollen. Hätte ich mir auch merken können. Ja, 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 alles ganz schön. Hier, KI an, aus, nein, nein. Quoten. Terroristen ausschicken. Alle Figuren werden aus den Räumen gekickt. Nee, ich will ja hier nicht cheaten. Ich möchte Supermarkt, ich möchte Raum. Nein, heieiei. Archiv, nee. Archiv, Film, Büro, das weiß ich ja, Nachrichtenstudio, Raumplan, P, das ist P, Raumplan, genau, so, ach, die hat das schon wieder getauscht, ach, ist ja schön, ach, ist ja nett, na gut, dann gehen wir halt auch wieder in unser Office, da müssen wir gar nicht rein, Werbeblock ist ja gesetzt, das heißt, wir gehen hier zu den Nachrichten, lassen aber mal ein bisschen schneller laufen. Denn wir brauchen Geld, Geld, Geld. Aber ja gut, das ist jetzt gerade die schlechteste Zeit, oder? Nee, Quatsch, wir haben ja mittags. Das dürfte gar nicht so schlecht sein. Aber gut, wir haben 100.000 bekommen. Oh, und jetzt geht's rund. Nochmal. Na, schauen wir mal. 47.000 Zuschauer, da können wir, glaube ich, sogar hier unseren großen Block hier reinsetzen. Ja, da bekomme ich 84.000. Oh, da bekomme ich ja... Oh, macht nichts. Macht nichts. Lass mal da mal laufen. Super. Dann kriegt er nochmal 100.000 von mir, oder wie? Ich dachte letztes Mal, ich hätte es wirklich... Nein, hätte ihm das Geld zurückgegeben, aber nein. Eigentlich gleich den kompletten Kredit. 100.000. Danke. Ja, ja, ich störe auch nicht weiter. So, jetzt haben wir aber wirklich keine Schulden mehr. Meine Güte. War ja wieder mal ein Marathon heute.
Ein Schuldenmarathon. Wir schauen mal in unsere Finanzen, was wir heute... Ja, 300.000, ne? Werbung, ja, haben wir bekommen. Gut. Wie dem auch sei, wir sind jetzt ab sofort schuldenfrei. Heutige Einnahmen, heute haben wir 340.000 miese gemacht. Wie auch immer das geht. Aber es geht. 182.000 gemacht. Okay, sehr schön. So, Waffe verwechselt. Die Beschaffung, ja, betrifft die Meldung. Ja, das kennen wir ja schon, sowas. Da sind wir dabei. Das wechseln wir mal hier. So, jetzt haben wir einen 60.000er. Jetzt müssen wir nur schauen. Ich glaube, dieses Männerding muss ich bis morgen erledigt haben. Und da das mir sonst so riskant ist, machen wir das jetzt hier rein. Hoffen natürlich darauf, dass wir weiter dann auch... Okay, das passt. Filmagentur. Dass wir dann weiterhin einen guten Werbedeal noch bekommen. Jetzt läuft ja gerade James Bond. Das ist ja auch richtig gut. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist jetzt ein bisschen langsam gerade. Lass mal ein bisschen schnell laufen, dass der Aufzug auch irgendwann mal kommt. Ja, der ist jetzt wieder da unten, der Aufzug. So. Dass wir noch irgendwas Nettes hier mitnehmen. Was haben wir denn hier noch? Oh, das da? Nein. Das sind immer die ab 18 Dinger, ne? Oh, das ist gut. Das nehmen wir, glaube ich, mit. Aber doch wieder was Knalliges. Hier, Clusterix und Cleopatra. Das gefällt mir, das nehme ich mit. Was haben wir da noch? Marcus Aurelius und Commundus. Nehmen wir auch mit. So, dann haben wir nämlich wieder zwei schöne Filmchen. Gehen hier rein. Das sind nämlich gleich Nachrichten. So, und dann sollten wir uns auf jeden Fall... Oh, jetzt müssen wir hier ein bisschen langsamer machen. Also, was haben wir dann? Der Wetterbericht. Ja, okay, wir brauchen aber erstmal das hier. Das muss mit dem da getauscht werden. Dann brauchen wir das hier. Und dann brauchen wir noch was Grünes. Dann nehmen wir den Wetterbericht. Und das kicken wir weg. Wir haben 82.000 Zuschauer. Und brauchen jetzt für 82.000 Zuschauer eine anständige Werbung. Was haben wir denn hier? Zielgruppe Männer. 37, nee, das ist schon zu viel. Jugendliche 15.000. Nee, okay, das hier vielleicht Arbeitnehmer. Arbeitnehmer, nein. Männer. Männer. 39.000. 38.000. Oh, das ist ja, Mann, da sind wir jetzt. Hohes Risiko gehe ich da jetzt gerade. Weil das muss ich denn, Gillette, das muss ich erstmal unterkriegen. Oh, es könnte funktionieren. Das ist auch ein Thriller. Okay, James Bond ist ein Thriller. Gut, 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 gut. 180.000 haben wir auf der hohen Kante. Schauen wir mal, wie viele Zuschauer wir denn bekommen, wenn wir so einen schönen Sendemast aufbauen. Deswegen haben die den wahrscheinlich so nah gebaut aneinander. 109.000. Sehr schön. Da machen wir das doch gleich nochmal rein. Dann haben wir da 80.000. Und ich glaube, wir können ja für den nächsten Tag mal schauen. Wir haben ja zwei neue Spitzenfilme hier. Einen Trickfilm. Einen Trickfilm. Und einen historischen Film. Oh, der geht ja so schön lang. Den machen wir hier. Den machen wir hier rein. Aber noch besser zur Primetime. Ja, das machen wir. Das machen wir zur Primetime. Dann schauen wir mal, dass das hier, dass wir hier noch mehr Leute bekommen. Wir schauen, belgischer König geflüchtet. Ja, das passiert allen belgischen Königen mal. Das machen wir hier dann rein. Und dann machen wir hier den Freispruch für Programmierer rein. So. Ja, Hinweistafel ist alles okay. Da geht einer hinunter.
109.000. Wir können ja mal trotzdem schauen, was hier. Was ist das hier denn? Zielgruppe Kinder. Okay, so viele Kinder haben wir hier nicht. Ja, gut. Also wir könnten das noch nicht mal füllen. Aber wir kriegen gleich wieder 80.000. Das ist doch schön. Da freuen wir uns. Ja. Die Geschwindigkeit mal ein bisschen rennen lassen. Dass wir auch gleich zum nächsten kommen. Unser Image ist auch das Beste. Ja, die anderen sind ja ganz mies. Scheint wohl nicht wirklich Konkurrenz zu sein. So, der Werbevertrag Billard. Alle Ergebnisse. Sehr schön. Sport ist immer gut. Nehmen wir rein. Schauen wir mal, was zum nächsten Film, was läuft denn da? Ach, immer noch der Psycho-Part. Okay, da brauchen wir jetzt noch eine Werbung. Für 111.000. 100 Euro Jugendliche werden jetzt wohl nicht mehr zuschauen, hoffe ich doch. Oder? 11.000 Jugendliche schauen noch zu. Okay. Kinder schauen die auch noch zu. 1.000, okay. Manager. Oh, schauen die Manager zu jetzt noch? 3.000. Ja, dann nehmen wir das doch mit. Wenn die Manager jetzt noch zuschauen, dann kriegen die erstmal einen Werbeblock hier. Vitalon Super Super. Ja, das ist genau der Werbeblock für Manager. Aus Taiwan lässt RD Henderson als MacGyver für ihren Sportfunk werben. Auf dem Fahrrad im Jeep, beim Tai Chi und auf dem Motorboot. Ja, so ein richtiger Mann halt, ne? Geht auch nur mit dem Supertrink. So, und wenn der Tag dann auch rum ist, dann wissen wir auch, was wir ausgeben müssen. Wir haben jetzt 254.000 aktuell. Der G8-Gipfel in 3 Tagen. Ah, okay. Interessant. So, 71.000 Zuschauer. Okay. Wird das hier nichts mehr, die Manager? Okay, das da vielleicht noch, aber da ist mir doch 71.000 zu viel, um sowas auszugeben. Ja, Frauen geht, glaube ich, auch immer, oder? Frauen schauen doch. 40.000 Frauen schauen da noch zu. Ja, da kriegen wir das doch hin. So. Genau. Dann machen wir hier Mödi-Markt. Der Mödi-Markt. Und da können wir wahrscheinlich nochmal Mödi-Markt machen. Hoffe ich doch. Schauen wir nochmal in die Nachrichten hinein. Oh, Wildschweinrandale im Schrebergarten, ja. Es gibt Einschaltquoten in so einem Kultursender in Bayern. Es ist schön, wenn man sich den Sendemast am Anfang selber aussuchen könnte. Den könnte man so in das Land, in dem man, also in das Bundesland, in dem man gerne wäre. Das wäre doch mal ein Vorschlag wert, würde ich sagen, oder? So, schauen wir mal, ob das hier reicht. 44.000. Ja, das reicht für unsere Damen. Sehr schön. Schauen wir mal bei den Nachrichten rein, ob es einen Wetterbericht gibt. Okay, dann machen wir das statt den Billardgeschichten. Dann schauen wir hier mal, ob da irgendwas geändert wurde. Ja. Da wurde was geändert, was mir gar nicht gefällt. 246.000 für uns Geld ausgegeben. Ah, für Nachrichten. Natürlich, für Nachrichten muss man nämlich auch immer schön Geld ausgeben. Nicht vergessen. So, das machen wir einfach mal hier rein, ins Nachrichtenstudio, wenn die schon so gemein ist. Naja, da geht noch ein bisschen was, oder? Das reicht uns noch nicht, um neuen Sendem. Also es reicht uns schon. Ich weiß nicht, ob man da so wahnsinnig viele Zuschauer bekommt. Aber wir können es mal anschauen. Das ist wirklich, würde mich interessieren. Bürgermeister erfreut über Nessie. Okay. Ja, ist ja auch super. 22.000 Zuschauer bei Tiefsee-Dino-Schrecken.
Okay, das ist nichts. Das da muss sowieso weg heute. Also nehmen wir das rein. Ja, das muss weg. Da kommen wieder unsere super funny Sachen rein. 190.000, das heißt, wir haben grob 50.000 gezahlt für den Tag. Für den Übergang. Also Tag 8. Und heute ist Kultur-Krammy. Naja, aber wie dem, also wir brauchen definitiv noch mehr Geld. So. Schauen wir erstmal Nachrichten. Oh, Sieg bei Kindergarten-Trophy. Ja. Wetterbericht raus. Das ist interessanter. So, schauen wir mal hier rein. 13.000 zu. Das ist sogar ganz schön runtergegangen. Ja gut, Manager werden jetzt... Muss ich die heute auch? Nee, okay. Puh, Glück gehabt. Werde ich noch irgendwie reinkriegen. Irgendwann. Hoffe ich. Doch. Ich habe keine Schulden mehr. Wir sind schuldenfrei. Sehr schön, sehr schön. Brauchen wir bloß noch Geld. Viel Geld. Ja, dann schauen wir mal, was am Tag 8 so passiert noch. Wir werden jetzt noch die Nachrichten uns schnell hier... Gemüt führen. 48.000 haben wir bekommen. Oh, 6.000. Uiuiuiui. Okay, keine neuen Nachrichten. Nur 6.000 Zuschauer. Und natürlich keine Werbung dafür. Da müssen wir wohl noch mal ran. Und hoffen, dass es hier unten was gibt für uns. Ja, hier gibt es 6.000er bis morgen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Haha, da bin ich früher gekommen als er, hoffe ich. Und wir machen die Werbung gleich mal hier rein. Den kriegen wir da nämlich auch noch was. Oh, ich hoffe, das reicht. Kann sein, dass ich gleich unter 6.000 falle, höchstwahrscheinlich. Wenn es nicht irgendwelche Schlagernachrichten gibt. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wir machen am Tag 8 denn weiter und sammeln Geld für unseren ersten Sendemast. Und tschüss.